Zwei Worte, drei Silben, fast forward. Anfang des Jahres ging es los. Da haben wir also das Raketentriebwerk zur Startplatte geschoben. Was war denn Teil 1? Teil 1 war natürlich unser Silent Brick Plus. Also eigentlich, wenn ich es mal so ausformuliere, ein schneller Flash-Speicher, der für jeden erschwinglich für das Silent Brick-System ist, damit bitte jeder in seinem Backup auch schnell genug wieder auf die Beine kommt und vor allem auch die Möglichkeit hat, moderne Techniken zu nutzen und auch sein Recovery bitte jeden Tag zu testen. Gut, das ist vielleicht übertrieben, aber regelmäßig zu testen. Ja, und dann kam der Sommer. Wir hatten zwar kein schönes Wetter, aber also die Zeit verstrich, ging ins Land und wir haben Teil 2 gestartet. Jetzt erinnere mich doch noch mal, was Teil 2 von der Fast Forward Kampagne war. Das ist eigentlich wie bei allen unseren Produkten. Es geht einmal immer um den Bereich Hardware und einmal um den Bereich Software. Man muss sich natürlich immer beides anschauen. Wenn ich nur eins schneller mache, dann hilft es mir nicht. Das muss beide Seiten oder beide Enden der Wurst angeschaut werden, sozusagen. Ja. Hat nämlich immer zwei Seiten. Und im Softwarebereich haben wir gemerkt, dass Veeam da ein ziemlich cleveres Feature mit drinnen hat, das aber sehr limitiert nutzbar ist. Nur mit bestimmten Filesystemen, die dann wiederum ihre eigenen Nachteile mitbringen. Und deswegen haben wir gesagt, nehmen wir doch diese Funktionalität, diesen Fast Clone Support, oder manche kennen es auch als Reflink Support, und transportieren das in unseren Silent Brick. Und das war tatsächlich ein spannendes Projekt, weil auch das hat der Rainer vorhin schon kurz vorweggenommen. Wir haben tatsächlich diesen kompletten Samba-Protokoll-Stack anpassen müssen oder anpassen lassen, gemeinsam mit einem Partner, und haben geschaut, dass man diese Funktionalität auch dort mit unterbringt, sodass am Ende als Resultat bei uns deutlich weniger Speicherplatzverbrauch resultiert und deutlich schnellere synthetische Backups. Das heißt, das Zusammenbauen aus meinem Full-Backup und den Increments, die danach passieren, ist nicht mehr eine Umherkopiererei, so Kistenschieberei, sondern es wird quasi referenziert und ich habe fast instant mein neues Backup da liegen. Ja, dann, ich habe ganz kalte Hände. Bleibt uns eigentlich nur noch übrig, über Teil 3 zu sprechen. Auch so ein Grund, warum wir alle eingeladen haben und die letzten Wochen und Monate so geheimnisvoll waren. Ich sage jetzt mal ganz schnell, wie es heißt. Es ist Überraschung, es ist der Silent Brick Pro. Okay, aber René und ich können darüber nicht alleine reden. Wir brauchen jetzt noch jemanden, der uns beim letzten und wichtigen Teil unterstützt. Also, es ist der Mann, den ich bei der Fast eigentlich so gut wie immer über alles ausfragen kann und der mir auch eigentlich schon in 100% der Fällen geholfen hat. Manche nennen ihn Daniel Düsentrieb und manche nennen unseren COO Christian Peschke. Hallo. So. Ich weiß gar nicht, ob die Anspannung jetzt sinkt oder steigt. Also, sie steigt. Ja, sie steigt. Was ist denn eigentlich das Silent Brick Pro System und wie setze ich es ein? Das interessiert bestimmt alle ganz massiv. Wir können auch so eine dramatische Pause vorweg machen. Das Silent Brick Pro System ist die Erweiterung des Silent Brick Lineups, und zwar nach oben, in Richtung Performance, in Richtung Kapazität. Also eine ganz massive Erweiterung. Wie massiv, lernen wir dann gleich noch. Und der Anwendungsbereich bleibt natürlich im Großen und Ganzen erstmal derselbe. Wir sind immer noch im Backup-Bereich unterwegs, aber natürlich für wachsende Infrastrukturen, für größere Workloads, für alles, was sozusagen in den nächsten Jahren auf uns zukommt. Und ganz ehrlich, das Schönste dran ist, es ist immer noch genauso sexy wie das Silent Brick System auch. Christian, aus welchen Komponenten besteht denn sexy? Wie das Silent Brick System besteht auch das Silent Brick Pro System aus Controllern und skalierbaren Speichermodulen, und die eben für Backup- und Recovery-Szenarien gedacht sind, wo es extrem auf Performance ankommt, aber natürlich auch VTL-Archive, die viel Performance brauchen. Und bei den Controllern haben wir zwei Varianten. Zunächst zwei Slots, aber auch eine Variante mit 8 Slots, also wenn gleich richtig Speicherhunger vorhanden ist. Bei den Medien starten wir mit 12 Terabyte brutto bis 96 Terabyte, im Unterschied zum Silent Brick. Hat der Silent Brick Pro NVMe drin,
und 12 davon bilden dann sozusagen einen Silent Brick Pro. Und ich habe auch einen dabei. Wo ist er? Er ist hier. So schaut ein Silent Brick Pro aus. Praktisch bis zu 96 Terabyte in dem Formfaktor. In einer Hosentasche. In einer Hosentasche, genau. Was natürlich auch noch erwähnenswert ist, ist, es gibt nicht nur den Silent Brick Pro, es gibt ja auch unsere Bestandslinie, zum Beispiel den Silent Brick Max nach wie vor. Genau. Und der Silent Brick Max ist natürlich auch, oder Max, ist natürlich auch weiterhin kompatibel mit dem System. Das heißt, ich kann bestehende Silent Brick Max einfach umstecken, dort weiter betreiben. Das ist das eine, was ich dazu sagen möchte. Und das andere, was für mich immer ganz wichtig ist, beim Silent Brick System seinerzeit gab es den Controller, es gab das Drive, also zwei unterschiedliche Varianten, die sowohl von der Erweiterbarkeit her unterschiedlich waren. Der Controller war erweiterbar, das Drive war finale Ausbaustufe, als auch von der Performance her unterschiedlich waren. Und das hat sich hier massiv geändert. Hier haben wir in allen Varianten maximale Performance, Erweiterbarkeit. Das heißt, egal wie ich einsteige, ich bin immer voll dabei. Zusammengefasst, also kleiner, schneller, ist es jetzt eine komplett neue Linie? Ich würde schon sagen, es ist eine komplett neue Linie, aber eben mit der Brücke zum Silent Brick, indem man, wie der René schon gesagt hat, einfach ein Silent Brick Max nehmen kann, an ein Silent Brick Pro System stecken kann und sofort weiterarbeiten kann. Also man, achso, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Man wird auf, ist mir jetzt wurscht, man wird auf Perspektive natürlich auch den Silent Brick Pro Controller mit dem bestehenden Silent Brick Controller zusammen verbinden können, um das Ganze gewinnbringend weiter zu betreiben. Weil ich will natürlich jetzt keinen Kunden haben, der sagt, Silent Brick Controller ist total oldschool, brauche ich nicht mehr, sondern es wird auch auf Perspektive weiterhin ein super System sein und ich werde beides verbinden können, sodass ich beide Systeme parallel betreibe. Okay, also ein bisschen mehr Details brauche ich aber jetzt schon. Was ist denn eigentlich Pro am Pro-System? Pro sind primär drei Punkte. Wir haben bei der Performance ordentlich Gas gegeben, also wir haben ein großes Pro bei Performance. Das zweite ist die Kapazität, die wir weiter nach oben getrieben haben und sind von der Packungsdichte deutlich kleiner geworden. Und wo wir nach wie vor keinerlei Kompromisse eingehen, ist bei der Sicherheit, also Stichwort Zero Loss, also da ist nach wie vor alles gegeben, was wir in der Vergangenheit auch schon gemacht haben. Okay, du sagst also jetzt Pro Performance. Wie unterscheidet sich denn das System technisch, um überhaupt Pro Performance zu erreichen? Also beim Controller schaut es so aus, dass ein Silent Brick Pro Controller gegenüber einem Silent Brick Controller um Faktor 10 schneller netzwerktechnisch angeboten ist. Also wir gehen jetzt auf 100 Gigabit. Gegenüber einem Silent Brick Drive sind wir sogar um Faktor 100 schneller. Also da ist ordentlich was geboten. Also Massivdampf. Ist vorbereitet für viel mehr Datentransfer. Vom Prinzip her, wenn man sich das Device anschaut, ich meine, Christian hat es ja gerade schon mal kurz erwähnt, wir haben da drinnen 12 NVMEs, performen anders als 12 drehende Platten, das ist, glaube ich, ganz klar. Und was du auch gerade schon gesagt hast, ich muss natürlich schauen, dass diese NVMEs auch maximal performant angesteuert werden können. Und da sind wir wieder bei dem, was wir gerade eben schon hatten. Ich muss die Hardware anschauen, ich muss die Software anschauen und wenn das alles zusammenpasst, und da fängt es schon bei den internen Ausstattungen vom Controller an, dann habe ich am Ende die maximale Performance auch auf der Straße. Ja, genau. Da ist eben auch noch zu erwähnen, dass es auf PCIe Express basiert, um eben die NVMEs so schnell wie möglich an moderne CPUs und auch Speichercontroller anzubinden. Also das alles in Summe generiert einfach die Möglichkeit, viel mehr Durchsatz zu schaffen. Ich gucke mir das jetzt aber an und ich sehe, es hat keinen E-Paper mehr. Ja, wir lieben bei Fast, wir lieben Displays und hier sieht man vermeintlich erstmal kein Display, aber diesmal haben wir gedacht, wir machen mal was anderes und sorgen dafür, dass Sie doch ein Display haben. Jeder von Ihnen hier heute wahrscheinlich mit ohne Ausnahme hat das Display in der Hosentasche, nämlich in Form von einem Smartphone. Und wir haben hier einen NFC-Tag eingebaut, der sich im System dynamisch beschreibt und ich kann dann einfach, wenn ich einen Brick entnehme und irgendwo anders hinbringe, was ist da jetzt drauf, welches Veeam-Backup habe ich da zum Beispiel, nehme ich einfach mein Smartphone, touch das kurz drauf und mein Smartphone dient als Display. Also das hat natürlich auch noch einen weiteren Vorteil. Also es geht nicht nur darum, dass ich es identifizieren kann, sondern wenn ich jetzt zum Beispiel den Brick, so wie der Christian, auf meinem Tisch liegen habe, ich habe den irgendwann rausgezogen, weil es ist ein NVMe-Modul kaputt gewesen und ich möchte es gerne irgendwann bei Gelegenheit mal tauschen. Dann nehme ich den Brick, lese ihn aus, sehe direkt, welches Modul ist defekt. Also das, was wir vorher im E-Paper-Display hatten, ist hier natürlich auch mit abgebildet. Aber ganz ehrlich, eigentlich würde ich das Modul lieber am laufenden Betrieb wechseln und auch das können wir inzwischen. Das heißt, jedes NVMe-Modul hat eine eigene LED, hat einen eigenen Farbcode, aktuell rot-grün,
Ali, Feature Request, ich hätte es gern für Rot-Grün-Schwäche auch in Blau-Grün, das wäre schön. dass ich auch wirklich genau das richtige Modul rausziehe und austauschen kann im laufenden Betrieb. Verstehe, also es zielt jetzt alles darauf ab, die NVMe-Module mit Backup-Daten so schnell wie möglich zu beschreiben. Okay, Christian, wie schnell ist es denn theoretisch? Also, sag ich mal, im Inneren ist ein NVMe-Modul gegenüber einer normalen SATA-Disk sicher über einen Faktor 10 schneller. Aber was eigentlich viel interessanter ist, wie schnell ist das Ganze in der Praxis? Deswegen wäre es doch gut, René, magst du nicht mal irgendwie einen Performance-Test machen? Oh, schneller Datentransfer. Also, wer einen Christian kennt, wenn der so ein Device wirft, dann hat er wirklich Vertrauen in die Hardware. Also, Respekt. Und schneller Datentransfer. Gut, dass du gefangen hast. So, Schweißperlen auf der Stirn. Nein, wie schnell ist Geschwindigkeit tatsächlich? Ich habe jetzt natürlich das Device auch bekommen und ich war schon ganz gespannt und habe es an meine VM-Installation angeschlossen. Eine VM-Installation, mit der ich auch mein Silent Brick-System bisher gechallenged habe, also das klassische, natürlich mit dem Silent Brick Plus, um die maximale Performance zu kriegen. Mehrere Proxys, wird parallel besteuert. Und habe mir gedacht, ich mache jetzt mal einen ganz einfachen Test. Ich nehme das Ding aus der Kiste, ich stecke es an, ich mache kein Tuning, ich mache kein Tweaking, ich schließe es an, 100 Gigabit Ethernet und schau mal, was auf einen einzelnen Brick in einem einzelnen Silent Brick Controller so an Performance geht. Ich habe ein VM-Backup laufen lassen und bin, das werdet ihr dann später noch sehen, mit einer geraden Kurve auf knapp 5 Gigabyte pro Sekunde gekommen im Schreibvorgang. Da passiert schon was. Im Peak, wenn man sich es anschaut, wenn ich jetzt mehrere Workloads habe und ein bisschen variiere, dann komme ich im Peak aktuell bis auf 6,7 waren es, glaube ich, Gigabyte pro Sekunde. Also da gehen schon richtig schnell Daten rein und zusammengefasst kann man sagen, das Gerät ist out of the box 6-mal so schnell wie ein Silent Brick Flash. Und der Silent Brick Flash war bis vor 5 Minuten noch das schnellste Device, das es von FastLTA gibt im Bereich Backup. Ganz wichtig. Auf der anderen Seite, wenn ich es mir jetzt als Airgap, wir haben ja gerade den Airgap gesehen, ich schmeiße es nicht, ich traue mich noch nicht. wir haben ja gerade den Airgap schon gesehen, da ist natürlich auch jetzt die Frage, wie passt es in den Airgap rein? Ich habe letzte Woche eine passende Anfrage gehabt, das freut mich riesig, weil das passt super auf das Thema. Ich habe einen Anruf bekommen und es ging um 100 Terabyte Airgap. Ich möchte gerne 100 Terabyte Full Backup Airgappen und zwar regelmäßig. Da habe ich gesagt, boah, im Silent Brick Flash, wenn das jetzt durchgehend die Performance hat, sind wir ungefähr bei 34 Stunden. Das ist im Restore. Wer aufgepasst hat, weiß, wir betrachten immer den Restore, sind es auch 34 Stunden und das ist wahrscheinlich zu langsam. Mit dem sind wir jetzt für ein Airgap auf einem Medium, nicht mehr auf 4 Silent Brick Plus, sind wir jetzt bei einer Zeit von 6 Stunden und dann habe ich meine 100 Terabyte drauf und in 6 Stunden habe ich die 100 Terabyte wieder runter. Und weil das immer noch nicht geil genug ist, habe ich mir gedacht, so, und jetzt nehme ich mal das, was am meisten challenged und mache da S3 drauf und zwar auch noch mit Veeam. Tut mir leid. Mache S3 drauf mit Veeam. Ich weiß, es gibt in der Kombination auch noch andere Object Stores, die sagen, mit einem Single Node kommen wir auf 1 Gigabyte pro Sekunde. Fand ich bis dato beeindruckend. Mit dem Device eine einzelne Maschine, ein einzelner Brick, 1,7 Gigabyte pro Sekunde, S3 Daten draufgepumpt. So, das lasse ich jetzt an der Stelle, glaube ich, mal stehen. Das, glaube ich, muss erstmal sacken. Also ich finde es beeindruckend. Ich schaue ja auch in so ein paar selige Gesichter. Ne? Michael hat ein schönes Lächeln auf den Lippen, seit wir angefangen haben. So, Christian, das sieht jetzt nicht besonders groß aus. Hm? Deswegen ist die Frage, wie Pro denn zur Kapazität passt. Ja, guter Punkt. Man darf sich von der Größe nicht täuschen lassen. Bezüglich Kapazität. Also wir befinden uns ja mit dem Controller bei 2 Höheneinheiten und wir haben uns mal umgeschaut, was machen denn so die Marktbegleiter praktisch, was gibt es denn da so? Und haben gesehen, praktisch 2 Höheneinheiten, NVMe-Speicher, da sind 24 NVMe-Module drin im Maximum. Manche haben 8, manche haben bis zu 16. Also Mittel haben die so viel Speicher drin, wie wir hier in einem Brick. Jetzt nehmen wir mal den, der 24 Module drin hat, gegenüber dem aktuellen, jetzt aktuellen Silent Brick Pro Controllern, haben wir den Faktor 4 an Packungsdichte. Also bei uns gehen 96 NVMe-Module rein. Also wir haben ordentlich zusammengepackt, damit man möglichst viel Kapazität in den Raum bekommt. Und wem das nicht reicht, das sind aktuell mit 96 Terabyte Silent Brick Pros in Summe 768 Terabyte Kapazität in diesem performanten Flash. Und ich kann weitere Silent Brick Max anschließen und kann dann nochmal einfach um 6 Petabyte, bis zu 6 Petabyte erweitern. Also da kann man schon mal ein paar Backups und sonstige Daten ablegen.
Das ist natürlich ganz spannend, weil jetzt haben wir gerade über Pro-Performance gesprochen. Jetzt bringen wir den Silent Brick Max wieder mit rein. Möchte ich ganz kurz was zu sagen. Also zum einen mal, auch das als kleine Info, auch mit dem Silent Brick Pro Controller kriegt der Silent Brick Max ein bisschen mehr Performance, er wird schneller. Habe ich auch getestet, hat mich sehr gefreut. Zum anderen muss man aber natürlich in so einem Backup-Workflow auch die komplette Backup-Kette anschauen. Mir geht es nicht von vorne bis hinten um maximale Performance, weil ich habe immer die Herausforderung, Performance, Sicherheit, aber auch mein Budget im Auge zu behalten. Sonst würde ich alles mit NVMEs erschlagen, das ist natürlich kein Thema, sondern wir schauen, dass wir hier gerade im Backup-Workflow auch unterschiedliche Ebenen einziehen. Da sind wir einmal im Performance-Speicher, da sind wir auf jeden Fall hier unterwegs, also erstes Backup so schnell wie möglich loswerden und im Worst Case so schnell wie möglich wieder zurückzubekommen. Und im zweiten Schritt, wo es dann rübergeht in den Bereich Capacity, wo ich eher eine Historie an Backups aufbaue, dass ich eben, wie es vorhin auch schon der Marcel so schön erklärt hat, auch eine Forensik betreiben kann, dass ich auch mal in die Vergangenheit schauen kann, dass ich auch innerhalb der Backups nochmal suchen kann, was ist passiert, an welcher Stelle. Und da brauche ich natürlich eher Kapazität und zwar im großen Stil. Und da sind wir dann bei den Silent Brick Max unterwegs und so kann ich quasi von Performance bis Capacity immer weiterarbeiten, bis ich hinten raus dann zum Airgap komme und wirklich physikalisch Medien in der Hand halte. Ja, und du hast ja auch über Budget gesprochen. Also der Invest ist ja immer so eine ganz kritische Sache. Jetzt höre ich hier 6-mal so schnell und bitte sag mir nicht 6-mal so teuer. Nein, zum Glück nicht 6-mal so teuer. Nehmen wir mal ein Beispiel. Nehmen wir mal an, wir wollen jetzt ein halbes Petabyte an schnellen Performance-Speicher in Form von einem Silent Brick Pro haben. Braucht man jeden Tag übrigens? Braucht man auch jeden Tag? Also, nehmen wir mal ein Beispiel, es gibt Kunden, die sowas brauchen, halbes Petabyte Flash und den Rest stocken wir auf, um dann auf ein Petabyte zu kommen mit Silent Brick Max, ebenfalls ein halbes Petabyte, also in Summe habe ich ein Petabyte, die Hälfte Flash, die Hälfte Spinning Disk mit Silent Brick Max und der Controller, also dieses Package zusammen liegt unter 150.000 Euro Invest. So, jetzt fiel in jedem Vortrag immer das Wort Zero Loss und du hast vorhin auch betont Pro-Sicherheit. Machen wir bei dieser Performance eigentlich Abstriche in der Sicherheit? Nein, machen wir nicht. Also sonst wäre der Rainer ziemlich böse. Also wir haben ja schon, da ist er, genau, wir haben ja schon gehört, eben was wir machen, das machen wir hier natürlich auch. Das heißt, auch hier haben wir wieder die Möglichkeit, so ein Medium mit Erasure Coding zu betreiben. Also von den 12 NVMEs, die da drin sind, dann könnten bis zu 4 beliebige ausfallen. Zusätzlich mischen wir die Chargen, in dem Fall halt keine Festplatten mehr, sondern NVMe-Module. Und der Digital Audit ist natürlich auch wieder hier am Start, um möglichst früh ein defektes Medium zu erkennen und auszusortieren. Und wie der René schon erwähnt hat, leuchtet das dann einfach rot auf. Ich kann das dann aktiv tauschen. Und also wir haben im Prinzip hier alle Kriterien, die wir aus der Vergangenheit kennen, hier übernommen. Weiterhin natürlich auch Made in Germany, weiterhin lange Jahre Support, das ist auch ein ganz wichtiges Thema, ja. Hat der Rainer vorhin auch schön gesagt, Support steht bei uns mit Datensicherheit natürlich an erster Stelle, weil nur wenn ich es anständig supporte, kann ich auch garantieren, dass die Daten noch da sind, also es geht da Hand in Hand. Aber darüber hinaus, wenn ich mir jetzt den Softwarebereich anschaue, auch hier nochmal, Hardware und Software muss beides angeschaut werden, ist es natürlich auch so, dass wir die Schnittstellen, die wir bisher schon haben, also was man schon kennt, SMB-Schnittstelle NFS, als Tape-Library-Emulation das Ganze ansteuerbar, S3-Object-Store mit Object-Locking, die Immutability, also alles, was wir heute schon gehört haben, natürlich in dem Produkt mitnehmen. Und das Allerschönste ist, dass große Teile von dem Stack gleich bleiben. Das heißt, alles, was ich bisher schon zertifiziert habe, wie beispielsweise meine Badges, die ich mit der Veeam als Veeam-Ready-Programm habe, kann ich in dem Silent Brick-System mitnehmen, weil es ist garantiert nicht langsamer als das, was wir bisher haben, sondern wahrscheinlich könnte ich mein Badge innerhalb der, im Sechstel der Zeit jetzt nochmal nachmachen. Und also was es bleibt mit deinem Lieblingsfeature? Oh, selbst ich vergesse es immer. Ich weiß aber, dass du es nicht vergessen darfst. Ist ein ganz wichtiges Thema und ich hoffe, dass Sie es alle kennen. Wenn nicht, ich erwähne es nochmal, es gibt einen Hidden Champion für mich und das ist der Automatic Eject. Der Automatic Eject, ganz kurz als Hintergrund, wenn ich eine Backup-Lösung betreibe und ich betreibe sie zum Beispiel im Tape-Modus und ich schreibe meine Backups drauf und ich lasse dann meine Tapes in der Tape-Library, dann ist das der erste Angriffspunkt. Weil wenn die Tapes in der Library sind, kann ich der Library sagen, lösche alles, was du hast und die löscht alles, was sie hat. Das ist dir egal, die ist da relativ dumm. Wenn ich die Tapes rausnehme, dann sind sie gesichert. Die meisten machen das aber nicht, weil entweder muss ich erst hinfahren, weil es an einem anderen Standort ist, oder
naja, es ist irgendwie unbequem, dass ich da hingehe und irgendwas rausnehme. Das wird schon sicher genug sein. Deswegen Hidden Champion, wir können die Medien direkt im Anschluss an das Backup physikalisch rausschieben. Und zwar so rausschieben, dass ich sie nicht mehr einziehen kann. Da muss danach jemand vor Ort gehen. Da ist es dann vielleicht unbequem, aber dafür sind die Daten in der Zeit sicher. Das heißt, physikalischer Auswurf direkt im Anschluss an das Backup Hidden Champion ist hier in der Hardware, das kann sich jeder vorstellen, auch direkt von Anfang an berücksichtigt. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, danke. Danke dir. Ja, also stellvertretend für den vielleicht einen oder anderen kritischen Zuhörer übernehme ich jetzt mal die Rolle und ich suche irgendwie immer noch den Haken. Ja, also vielleicht finde ich ihn beim Thema Nachhaltigkeit. Nein, gibt es eigentlich auch keinen Haken, muss ich leider sagen oder Gott sei Dank sagen. Gott sei Dank. Genau, also wir haben eigentlich von Anfang an, die letzten 3 Jahre, daran gearbeitet, den Footprint, den Impact, den man in der Produktion bei so einem Gerät macht, weiter zu reduzieren. Also wir haben ja alle Komponenten in der Hand und haben geschaut, welche Materialien verwenden wir, welche generieren noch weniger Footprint, wie reduzieren wir weiter Transportwege. Das alles in Summe weisen wir dann auch wieder in Form von dem CO2-Footprint aus, den wir benötigen, um so ein System zu produzieren, was wir dann auch noch kompensieren. Also da ziehen wir alle Register und sind kontinuierlich einen Schritt weitergegangen. Und ja, also bezüglich Nachhaltigkeit sehe ich da auch kein, also sehr gerne, wenn jemand noch mehr Ideen hat, möchte dann hinterher zu mir kommen, aber wir tun da, was möglich ist. Und genau, auch dieses System ist wieder für 10 Jahre Laufzeit ausgelegt. Das heißt eben, das, wo man am meisten sparen kann, also in Hinsicht Nachhaltigkeit, ist, wenn man ein System nicht nach 3 oder 5 Jahren wieder, sage ich mal, entsorgt und auf die Halde schmeißt, sondern wenn man es einfach 10 Jahre laufen lässt, weil die Produktion von so einem System kostet einfach schon. Auch der Investor, den ich da tätigen muss, der ist nicht ohne. Dann will ich das System einfach so lange wie möglich laufen lassen. Bei uns 10 Jahre und die 10 Jahre gibt es halt auch natürlich unseren Service und Support dafür. Und wenn es dann auch noch 10 Jahre nicht always on ist, dann habe ich natürlich noch mehr Nachhaltigkeit. Allein schon, wenn ich meine TCO-Berechnung mache und merke, wow, ich spare mir ja richtig Geld. Genau, das ist eben auch noch ein guter Punkt. Also auch wie die Cubes und die Bricks schalten sich natürlich die Silent Brick Pros auch ab, wenn sie nicht benötigt werden. Genau, und wenn sie benötigt werden und eben diese Performance abgeben, na, da gab es eben jede Menge Hürden zu nehmen, um so ein System auch zu kühlen. Das sieht man dem kleinen Kandidaten gar nicht an. Aber also waren so viele Dinge zu knacken, dass wir am Schluss dann auch ein paar Patente da sozusagen eingereicht haben, weil wir bis jetzt keinen gesehen haben, der so viel Kapazität auf so kleinen Raum gebracht hat. Okay, also ich ich fasse es alles jetzt nochmal zusammen. Deutlich schneller. Noch mehr Packungsdichte. Kompatibel mit den Komponenten des vorherigen Silent Brick Systems. Gleichzeitig sicher und nachhaltig. Klingt für mich nach Silent Fiction. Christian, letzte Frage an dich. Wie lange müssen wir denn darauf noch warten? Eine gute Frage. Ja, also ab nächsten Monat, im Oktober, können die Systeme bestellt werden und wir versuchen uns an die Auslieferung innerhalb von 3 Wochen zu halten. Also jeder ist herzlich eingeladen, nächsten Monat die Kollegen im Vertrieb anzurufen. Oh. Ah ja, wir haben die Kartenlesegeräte heute dabei, also Sie können gleich bestellen. René, viel gehört jetzt, viele Infos, auch jetzt nochmal wichtig für unsere Partner. Wie kann der Kunde jetzt entscheiden, welches System für ihn genau richtig ist? Ja, so schwierig wie einfach die Frage. Die einfache Antwort ist, das System von FastLTA ist immer das Richtige. Die Frage, welches von beiden Systemen oder welches von 3 Systemen, bitte auch nicht vergessen, wir haben auch noch ein Langzeitarchivsystem für die Archivdaten und alles, was dort drinnen liegt, kann aus dem Backup schon mal raus. Wenn ich ins Backup-System dann rüber switche, dann glaube ich, bist du oder ich die Letzten oder wir sind die Letzten, die dann am Telefon nicht anständig beraten und schauen, dass genau das System dabei rauskommt, was perfekt passt. Ob es jetzt das klassische Silent Brick System wie bisher ist oder das Silent Brick Pro für große Datenmengen und große Workloads. Ja, und wir wollen es jetzt alle endlich sehen. Wir wollen es jetzt alle erleben. Und deswegen glaube ich, für Sie nach links drehen wir uns jetzt alle mal. 5, 4, 3, 2, 1. Los! Hey! Woo!